Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo über Slender. Ja, das Projekt kennt ihr natürlich alle. Es ist mein meistgegucktes Projekt und ich würde es gerne noch weiter fortführen und habe mich in letzter Zeit auch mal etwas darüber informiert natürlich. Es geht auch allgemein um das Sammeln der 8 Pages. Da kann man ja folgende Sachen freischalten hier. Zum einen den Tagesmodus, hatte ich ja schon mal gesagt. Die Musik ist etwas leiser, damit man mich besser versteht. Der dritte Modus, den ich nicht gekannt habe, der ist der sogenannte MH-Modus. Es geht um eine Internetgeschichte. Marble Hornets heißt die. Also ich habe selbst keine Ahnung, was man bei diesem Modus machen muss. Ich habe mir dazu mal ein Video angeguckt. Bei Start Game, also wenn ich jetzt hier auf Start Game gehe, stand dann da Entry 10. Also das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Zufall. Also da muss man wohl irgendeinen Ausgang suchen. Jedenfalls hat der Spieler dann ganz normal 8 Pages gesammelt. Er gesagt, bei 7 ist er gefangen worden. Man macht ja nichts. Und ob man nach zu irgendeinem Ausgang muss oder so, ist unbekannt. Also ich weiß es nicht. Ich versuche mich nochmal drüber zu informieren. Nee, natürlich, wenn es geht, freizuschalten. Übrigens ist der MH-Modus schon hier. Das ist die zweite Variante und der Tagesmodus ist der dritte, das heißt, es kann wahrscheinlich sein, dass ich den MH-Modus vorher krieg. Scheiße. Was ist denn das für eine Scheiße? LOL. Ja, das wollte ich mir jetzt nicht anhören. Ups. Dann, die Taschenlampe. Das zweite ist, ein Leuchtstab. Knickstäbe. Da sieht man kaum was. Also am oberen, am unteren Bildschirmrand sind zwei dünne Streifen. Da flackert das Licht ganz schön. Übrigens wirkt das Bild so leicht grünlich oder so. Also man sieht wirklich kaum was. Da war in einem Video, das habe ich mir angeguckt, das war schrecklich. Also da habe ich wirklich kaum was gesehen. Auch nochmal zum MH-Modus, habe ich es vergessen zu erwähnen. Da wird nicht angezeigt, wie viele Pages man hat, wenn man sie sammelt. Ganz seltsam jedenfalls. Und das dritte ist laut Wikipedia eine Taschenlampe, die man kurbeln kann, um sie aufzuladen. Wie es was damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Dann, bevor wir wieder die grauenhafte Musik hören, zum Spiel Slender allgemein. Ich werde meine Taktik ändern. Also ich spiele es nicht, das ist nur ein Info-Video. Und zwar möchte ich ganz am Anfang zum Silo mal gehen. Das Silo ist nämlich ein Objekt, das ich nicht so schnell finde. Also mit dem habe ich noch meine Probleme. Und deswegen sollte ich es mal machen, weil aus dem weiteren Spielverlauf werde ich es sonst wahrscheinlich nicht finden. Es geht auch einfach darum, dass ich allgemein meine Taktik ändern muss, um überhaupt mal die 8 Pages zu finden. Denn, ach, da vorne ist es doch schon, oder? Ja, da vorne ist es schon. Es ist nicht so schwer zu finden jetzt vom Start aus, aber trotzdem würde ich ewig dauern, als erstes ins Waschhaus gehen. Da hätte ich zwar genug Zeit, alles abzusuchen, ne? Um die 4 Gänge da halt durchzuchecken nach der Page, aber trotzdem, das wird auf die Dauer irgendwie nicht klappen, habe ich so ein Gefühl. Ich muss wirklich mal meine Taktik ändern. Ich habe auch ausprobiert, das heißt ja ausprobiert, andere Grafikeinstellungen, damit das Spiel nicht so laggt oder so, aber leider geht es nicht anders. Mein PC ist einfach viel zu schlecht. Was wollte ich noch sagen? Ja genau, es steht außerdem noch auf Wikipedia, dass man nach 8 Pages wieder zurück zum Start soll. Dann ist anscheinend ein großes Loch im Zaun zu finden. Allerdings wird nicht gesagt im Spiel, das ist nur in den späteren Teilen, dass man zum Ausgang sollte. Ich habe auch noch in keinem Video gesehen, dass wirklich ein Spieler nach den 8 Pages nochmal zum Ausgang gelaufen ist. Also ganz seltsam. Das Spiel läuft außerdem bei den anderen Leuten, laggt es nicht nur, das Spiel läuft auch schneller. Die drehen sich dann auch meistens immer so schön um und laufen dann auch rückwärts. Ich verliere dann immer vollkommen die Orientierung hier, wie man gerade sieht. Das muss ich noch ein bisschen ändern. Ich habe schon extra die Empfindlichkeit der Maus anders eingestellt, damit ich mich besser umdrehen kann. Aber das klappt irgendwie noch nicht so ganz. Weil ohne Umdrehen ist es anscheinend schwerer. Auch wenn es möglich ist, alle 8 Pages zu sammeln, ohne Umdrehen ist irgendwie schwerer. Im nächsten Part werde ich mich mal, also den werde ich wahrscheinlich gleich aufnehmen,
werde ich mich mal dran setzen und die Taktik ändern. Ich hoffe, es wird erfolgreich. Wenn es ein Fail wird, ist auch nicht schlimm, weil da habe ich auch noch keinen gehabt. Jo, also dann macht's mal gut. Ich denke, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt und wir sehen uns dann beim nächsten Slender-Video. Ich habe übrigens auch wieder jemanden gefunden, der hier das alles mit mir machen will. Also es gibt bestimmt wieder Together Parts. Ich hoffe, es gefällt euch genauso sehr wie mir, dieses Spiel hier anzugucken. Ehrlich gesagt, ich spiele ja selbst. Und weiterhin noch viel Spaß mit meinen Projekten. Also dann macht's mal gut, ne? Tschüss!